zwischen, na sagen wir mal, 1 und 5 Uhr. Also, da würde ich natürlich mit einem Klammerbeutel gepudert sein, wenn ich dann laden würde. Zeit investieren, ja vielleicht eine Minute, um so einen Ladeplan einzustellen, und dann funktioniert das auch. Hallo und herzlich willkommen zum dritten Teil unserer Serie zum Thema gesteuertes Laden. Ja, wenn ihr die ersten beiden Teile verpasst haben solltet, ist es gar kein Problem. Schaut einfach bei uns im Kanal in die Videoliste bzw. in die Shownotes. Da verlinken wir nach und nach alle Teile. Im ersten Teil habe ich euch ein bisschen nahegebracht, was wir unter dem Thema gesteuertes Laden eigentlich verstehen und welche Vorteile das mit sich bringt bzw. mit sich bringen kann, wenn man die entsprechende technische Ausstattung hat. Im zweiten Teil habe ich euch unter anderem die App ÖkoHeld vorgestellt, mit der ihr Postleitzahlen scharf nachgucken könnt, wie bei euch so der CO2-Fußabdruck einer Kilowattstunde ist, die ihr aus dem Netz zieht. Und jetzt im dritten Teil möchte ich euch ein bisschen erklären oder nahebringen, wie ihr zum Beispiel die Informationen aus der ÖkoHeld-App verbindet mit dem Laden eures Fahrzeuges, aber eben nicht mehr per Hand, sondern ein bisschen gesteuert. Und deswegen nenne ich diesen Teil gesteuertes Laden teilautomatisiert. Um zu erklären, worum es geht, ganz einfach, stellt euch vor, die App ÖkoHeld sagt euch, naja, heute Nacht zwischen, was weiß ich, 1 und 5 Uhr ist der CO2-Fußabdruck einer Kilowattstunde extrem gering. Naja, wer will schon nachts um 1 Uhr aufstehen und das Auto einstecken? Das macht natürlich keiner. Also wollen wir die ganze Sache ein bisschen automatisieren. Und bei so ziemlich jedem Elektroauto bzw. bei eurer Wallbox könnt ihr ja einen sogenannten Ladeplan hinterlegen. Dieser Ladeplan lässt sich meistens auf einzelne Tage, Werktage, Wochenenden oder ganze Wochen festlegen, sodass man einfach sagen kann, das Auto soll in der und der Zeit zu einem bestimmten SOC, also Batterieladestand, aufgeladen werden. Und genau das benutzen wir jetzt und koppeln das mit der App ÖkoHeld, um einfach sozusagen dieses Aufladen des Fahrzeuges so ein bisschen zu, ja, sagen wir mal, teilautomatisieren, damit das in Anführungszeichen im Schlaf passiert. Und wir werfen mal zunächst hier einen Blick auf die App ÖkoHeld. Die habe ich euch ja beim letzten Mal entsprechend vorgestellt. Und das ist jetzt der, der Ist-Zustand heute. Und es ist jetzt ja so etwa 12:30 Uhr, als ich dieses Video hier aufnehme. Und da könnt ihr sehen, naja, der Strommix, die Stromdaten sind jetzt nicht so berauschend. Ihr seht, dass wir hier also noch nicht mal im grünen Bereich sind. Ihr seht es auch hier, der Anteil erneuerbarer Energien ist hier bei uns im Landkreis bzw. im Postleitzahlengebiet Potsdam-Mittelmark gerade bei 63%. Ich kann auch mal auf den Strommix gucken und da werde ich sehen, naja, wir haben nur 26% Photovoltaik, wir haben 22% Windkraft, ja, das ist relativ wenig. Wir haben eine ganze Menge, 37% fossile Brennstoffe im Netz. Also Laden jetzt wäre, ja, also nicht so wahnsinnig toll. Eine Kilowattstunde Strom, die ist im Moment hier bei uns mit 73 Gramm CO2 belastet. Das ist natürlich gerade im Vergleich zu einem Verbrenner jetzt überhaupt nicht schlecht. Und im bundesdeutschen Durchschnitt, da liegt ja bei fast 500 Gramm, ist das natürlich klasse. Aber wir wollen es ja optimieren. Und wenn ich mal auf die CO2-Emissionen gucke, dann seht ihr schon hier, dass die jetzt im Moment noch in Anführungszeichen relativ hoch sind, aber dann so zum Nachmittag und spätestens so 17, 18, 19 Uhr sozusagen fast auf Null sinken. Ja, das sehen wir auch hier bei den Energiedaten, dass hier der Anteil der erneuerbaren Energien so ab 17 Uhr dann wieder so ist, wo man auch gerne lädt. So, und wie schaffe ich das jetzt, dass mein Auto, ohne dass ich mich großartig drum kümmern muss, irgendwann hier nachts anfängt zu laden? Ich gucke jetzt mal auf die Vorhersage, so mache ich das immer und schaue mir das mal morgen an. Und da sehe ich, dass zum Beispiel am Sonntag, ja, die ganze Nacht über, der ganze Sonntag sowieso tagsüber hier top ist. Ja. Das heißt also, wenn ich jetzt auch noch hingehe und sage, ich möchte zu einer Zeit laden, wo wahrscheinlich auch die Netzbelastung relativ gering ist, dann werde ich nicht vielleicht gleich um 17 Uhr anfangen zu laden, sondern sagen, der soll mir mal nachts um, was weiß ich, 22 Uhr anfangen und dann einfach das Auto dann einfach laden. Ja? Okay, so. Und das zeige ich euch jetzt mal hier am Beispiel der App von unserem kleinen Skoda Citygo. Der ist jetzt gar nicht da. Der ist jetzt gerade mit meiner Frau und mit dem Wagen unterwegs. Die Batterie ist aktuell so 80% geladen. Und wenn man in der App vom Skoda hier jetzt die Batterie antippt, dann bekommt man hier so ein bisschen Informationen über den Batterieladestand und die aktuelle Reichweite. Aber hier unten wird es spannend, denn hier gibt es die sogenannten Abfahrtsplaner.
Hier kann ich einen Zeitplan festlegen. So, wie mache ich das? Ganz einfach, ich klicke das an und sage, okay, ich möchte jetzt gerne einen Ladeplan erstellen. Dafür gibt es hier oben den Punkt Pläne. Ich kann bei dieser App drei verschiedene Pläne erstellen. Ich tippe mal den ersten Plan hier an und sage, was möchte ich denn machen? Also ich will auf jeden Fall das Auto laden. Klimatisieren brauche ich nicht. Deswegen lasse ich mal hier jetzt die Einstellung nur auf Laden. Wenn ihr das also jetzt zum Beispiel auch nutzt, um euer Fahrzeug für die Wochentags, wenn ihr früh zur Arbeit müsst, wie auch immer, nicht nur zu laden, sondern auch zu klimatisieren, dann könntet ihr jetzt entsprechend sagen, ich will laden und klimatisieren. Ich brauche es aber jetzt im Moment nicht. Ja? So, dann kann ich sagen, wie soll das stattfinden? Einmalig oder wiederholen? Wir sind natürlich jetzt in dieser, naja, sagen wir es mal, Teilautomatisierung. Das heißt, die Zeiten, die Ökozeiten hier, die sind nicht immer die gleichen. Also sage ich jetzt mal, okay, das mache ich jetzt einmalig. Dann lege ich meine Abfahrtszeit fest. Das heißt, bis dahin sollte das Auto geladen sein. Entschuldigung, ich muss einmal Abfahrtszeit einstellen. Das heißt also dann Sonntagmorgen um. Morgen ist der 12. November, das stelle ich jetzt hier ein und als Uhrzeit gebe ich jetzt einfach mal hier an, was weiß ich, 7 Uhr. Also bis dahin soll das Auto geladen sein. Dann sage ich, ja, welches Batterieladeniveau willst du denn haben? Und da wir tatsächlich morgen eine relativ lange Strecke vor uns haben, ich die Batterie aber nicht unnötig, also so extrem stressen will, sage ich, lade mir das Auto mal auf 90% auf. Ja? Dann könnte ich noch sagen, hier bei dieser App kann ich einstellen, will ich den maximalen Ladestrom oder den reduzierten Ladestrom? Es ist mir jetzt im Prinzip hier relativ egal. Mit maximalen Ladestrom lädt der kleine Wagen mit 7,2 kW. Ich könnte jetzt also sagen, mir ist das egal, da ich dem Auto aber relativ viel Zeit geben will und ich auch weiß, dass diese Ökozeiten ja nicht nur bis 24 Uhr, sondern auch noch länger gelten und ich die Netzbelastung, weil ich total nett und freundlich bin, auch noch ein bisschen klein halten will, sage ich, okay, gut, wir laden mit begrenzter Ladung. Dann dauert es aber beim Skoda echt ganz schön lange, weil der geht dann bei der Ladeleistung wirklich ganz schön weit runter. Ja. Ich lasse das jetzt einfach mal so bei reduziert. Ich denke mal, das wird ungefähr reichen. Jetzt habe ich bei dieser App hier zum Beispiel sogar die Möglichkeit noch zu sagen, hey, pass mal auf, ich habe einen Nachtstromtarif. Ja? Das bedeutet also, lad mir auf jeden Fall nur in einem bestimmten Zeitfenster. Und genau das nutze ich jetzt aus, damit die Ladung nicht schon vorzeitig beginnt. Ja? Und sage also, okay, pass auf, die Ladung soll beginnen um, sagen wir mal, 22 Uhr. Ja, dann geht das los und dieser, in Anführungszeichen, Nachttarif, der geht jetzt genau auch bis 7 Uhr. Und damit weiß und versteht hoffentlich jetzt diese Software, diese Planung, dass er also frühestens um 22 Uhr anfangen soll zu laden mit geringer Geschwindigkeit, dass er um 7 Uhr fertig sein soll. Und zwar, wie ich es auch hier oben eingestellt habe, ne, bereit am 12.11. um 7 Uhr soll das Auto fertig sein, 90%. Ganze nur einmal und er soll das Ganze damit laden. So, dann klicke ich auf Speichern und muss jetzt diesen Plan hier nur noch aktivieren. Und damit ist klar, er macht jetzt also einmalig diese Planung, ne, dass er am 12.11. um 7 Uhr fertig ist mit den eingestellten Parametern. Jetzt kommt hier bei dieser App noch ein Trick, dass nämlich ich jetzt, wenn ich die App verlasse, passiert überhaupt nichts. Ich muss hier zurückgehen und dann werde ich erst gefragt, ob ich speichern will. Und jetzt ist dieser Ladeplan auch tatsächlich aktiv und ich sehe das also auch hier vorne. So, und jetzt habe ich mir hier so einen Ladeplan erstellt, der sich so ein bisschen nach diesen Zeiten hier richtet. Das heißt also, ne, es geht los und ich könnte auch schon früher anfangen, aber es geht jetzt los um 22 Uhr und er muss eben dann bis um 7 Uhr fertig sein. Das wird aber problemlos reichen. So, jetzt habe ich mich hier mal beispielhaft an die auf die Planung oder auf die Angaben aus dieser Ökoheld-App gerichtet. Das heißt also, Preis ist mir jetzt egal. Wenn ich keinen dynamischen Stromtarif oder irgendwelche anderen Möglichkeiten habe, dass ich zu bestimmten Zeiten günstiger lade, dann kann ich hier mehr oder weniger mich eben danach richten. Wenn ich jetzt natürlich sage, ich habe vielleicht auch noch einen dynamischen Stromtarif, also ich nutze jetzt hier, was weiß ich, zum Beispiel mal diesen Anbieter für meine dynamischen Stromtarife, dann kann ich natürlich mich bei der Planung, bei der Ladeplanung, bei der Erstellung dieses Ladetimers jetzt muss ich mich jetzt vielleicht nicht unbedingt hier nachrichten, also weg damit, sondern ich richte mich dann einfach mal nach dieser Planung hier von den Strompreisen, hole ich mir nochmal die Skoda-App hoch. Und wenn ich mich jetzt, dann mache ich im Prinzip ja nichts anderes. Ich gucke einfach nach, Mensch, wann ist der Preis niedrig und trage dann entsprechend meinen Lade und erstelle dann meinen Ladeplan entsprechend dem Preisniveau. Also
Ja, ihr seht, heute zum Beispiel haben wir ein durchgängig relativ hohes Niveau und der Preis, der Strompreis, der steigt dann auch zum späten Nachmittag oder zum frühen Abend sogar auf fast 40 Cent. Also da würde ich natürlich mit dem Klammerbeutel gepudert sein, wenn ich dann laden würde. Also würde ich meinen Ladeplan dann so einstellen, dass der vielleicht dann um 23 Uhr beginnt, weil das ist der günstigste Preis. Den Preis für morgen, den gibt's noch nicht. Da muss ich noch eine halbe Stunde warten oder eine Viertelstunde warten. Dann könnte ich auch gucken, ob ich das eventuell noch ein bisschen optimaler an den Preisverlauf von morgen anpasse. Ja, und das ist im Prinzip schon das, was ich gedacht habe, euch mal ein bisschen näher zu bringen. Also zu sagen, ich kombiniere einfach ganz einfach die Angabe, wie ist der Strom ökologisch belastet, beziehungsweise wie ist der Strompreis, und richte danach ganz einfach einen Ladeplan aus. Klar ist, man muss das möglicherweise immer wieder mal ein bisschen anpassen. Wenn ich aber jetzt zum Beispiel einfach mal aus meiner Erfahrung mit diesem Anbieter vom dynamischen Strompreis gehe, da weiß ich eigentlich aus der Erfahrung, dass der Strompreis so nachts zwischen, na sagen wir mal, 1 und 5 Uhr oder zwischen 2 und 4 Uhr ist er eigentlich immer am niedrigsten. Er ist vielleicht nicht immer super niedrig, aber er ist zumindest immer am niedrigsten. Und dann kann ich natürlich genauso meinen Ladetimer so einstellen, dass das Auto dann eben immer in dieser Zeit lädt. Und dann habe ich eigentlich immer einen relativ guten Preis fürs Laden mitgenommen. Das Auto muss natürlich angeschlossen sein, das ist klar. Das Auto muss ladebereit sein, das ist klar. Wenn ich dann noch meine Ladeplanung so einstelle, dass die Batterie vielleicht nicht immer auf 100% geladen wird, sondern meinetwegen nur auf 90% oder vielleicht sogar nur auf 80%, dann tue ich sogar noch was für die Lebenszeit meines Akkus. Genau, also so viel zum Thema teilgesteuertes Laden von eurem Auto. Ihr seht, es ist eigentlich relativ einfach. Man muss ein bisschen gucken, man muss ein bisschen Zeit investieren, hier vielleicht eine Minute, um so einen Ladeplan einzustellen, und dann funktioniert das auch. So. Und wem das sozusagen zu doof ist, wer also keinen Bock hat, das hier irgendwie in so eine App zu gucken und dann zu vergleichen und dann Ladepläne zu stellen, für den zeige ich dann im vierten Teil die Möglichkeit, das komplett zu automatisieren. Da gibt es auch zwei Lösungen, die ich euch vorstellen möchte. Seid also gespannt, freut euch auf den dritten Teil, dann auf den vierten Teil dieser Serie zum Thema gesteuertes Laden. An der Stelle, wie immer, die Bitte, schreibt gerne vielleicht eure eigenen Erfahrungen rein. Macht ihr das so? Ist es vielleicht eine Anregung für euch gewesen? Schreibt es gerne auch mal rein. Würde mich freuen zu lesen, ob es eine Anregung für euch war oder ob ihr sagt, was für ein Blödsinn, macht doch kein Mensch. Wie gesagt, nutzt die Kommentierfunktion, schreibt es einfach rein. Ansonsten, wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.